Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von der St. Galler Kantonalbank, Migros Ostschweiz und Leica Geosystems. Aus rund 70 Studierendenteams der Fachhochschule St. Gallen sind noch 6 im Rennen, nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2017 in Marktforschung und Managementkonzeption. Krönung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Während Monaten haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen. Der Auftrag als Team von der Projektleiterin Lorena Lütscher ist es, ein neues Online-Marketing-Konzept für die Firma Küchler AG zu entwickeln. Der Holzhändler mit rund 50 Mitarbeitenden liefert unter anderem Bodenbeläge für Geschäftskunden wie Schreiner und Bodenlegger. Das Praxisprojekt von der FHS St. Gallen soll dafür sorgen, dass der Online-Shop besser besucht wird und mehr Umsatz generiert. Die erste Herausforderung war, das Marktumfeld der Küchler AG im Bereich Bodenbeläge zu analysieren. Dem haben wir eigentlich mit umfangreicher Sekundärrecherche ein bisschen entgegenwirken. Denn die zweite Herausforderung war, dass eigentlich zurzeit nur Geschäftskunden Zugriff haben auf den Online-Shop der Küchler AG. Dem haben wir auch entgegenwirken. Also wir haben selber einen Online-Shop erstellt, wo Privatkunden sowie auch Geschäftskunden darauf Zugriff haben. Für die Entwicklung des Konzepts setzt das Team auf eine Trial-and-Error-Methodik. Wir haben in einem ersten Schritt einfach ein Online-Marketing-Konzept entwickelt und das eigentlich in einer Testphase direkt geprüft. Und dann eigentlich in der zweiten Phase haben wir die Verbesserungen schon vornehmen und eine verbesserte Phase prüfen. Diese Trial-and-Error-Methodik ist für ein Praxisprojekt aber eher unüblich und verlangt von den Studierenden einen besonderen Einsatz. Die Schwierigkeit bei diesem Auftrag ist, dass der Kunde etwas mehr erwartet hat, als man eigentlich üblicherweise macht in so einem Projekt, nämlich nicht bloß ein Konzept, sondern gleichzeitig auch noch die Umsetzung der empfohlenen Massnahmen. Nur mit der Umsetzung kann das Team herausfinden, ob ihr Online-Marketing-Konzept funktioniert. Und auf dem Weg sind sie zu Empfehlungen gekommen, die für den Kunden besonders wertvoll sind. Schlussendlich sind wir zum Resultat gekommen, dass eigentlich vor allem bei der Suchmaschinenoptimierung viel Potenzial liegt für Küchler AG. Wir müssen da natürlich auch unterscheiden, um was für Art von Kundschaft es sich handelt, ob es B2B-Kunden, das heisst Geschäftskunden sind, oder B2C-Kunden, das heisst Privatkunden. Wir haben eigentlich mit dem Konzept können die besten Massnahmen für Küchler AG herausfinden und somit könnten Sie im nächsten Schritt das Konzept dann genau so anwenden und wissen auch schon, welche Massnahmen im Online-Marketing ziehen und welche Massnahmen sind eher nicht so erfolgreich. Der Coach von dem Praxisprojekt, der Daniel Steiner, ist diplomierter Marketingleiter. Mit der Leistung von seinem Team ist er mehr als zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Ich arbeite ja in einem ähnlichen Bereich in der Praxis und ich muss sagen, sie sind an gewissen Stellen weit über das rausgegangen, wo ich sonst aus meiner praktischen Erfahrung kenne. Für ihn ist darum auch klar, dass sein Team die Nomination für den WTT Young Leader Award verdient hat. Die Online-Kommunikation ist sehr eine neue Disziplin im Marketing. Also da fehlt es extrem an Leuten, die integriert denken, übergeordnet denken. Und da haben die Studenten da hervorragend bewiesen, dass sie eben nicht bloß Einzeldisziplinen beherrschen, sondern dass sie strategisch übergeordnet vorgehen können. Stolz sind auch die Studierenden selber. Das Team hat rund 800 Stunden in das Praxisprojekt investiert und freut sich über die Nomination. Es ist eine riesige Ehre, weil ich meine, es sind ja doch sehr viele Projekte, die hier ausgearbeitet worden sind. Und ja, es erfüllt uns mit Stolz, dass wir da dabei sein dürfen. Und es ist natürlich zulässig auch halt die Vorbereitung auf dieses Event auch und dass unsere Arbeit auch so wertgeschätzt wird. Also all die Stunden, die wir hier investiert haben. Die Spannung steigt. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2017? Die grosse Preisverleihung nächsten Montag in der Tonhalle am Dienstag auf TVO. Der WTT Young Leader Award, präsentiert von Hotelhof Wiesbad, Bühler und Bauwerkpaket.